So, das Kima scheint nur zu funktionieren, wenn man die Klappe leicht nach außen hält. Dann wird die Oberflächengeschwindigkeit erhöht und die ganzen Ameisenzeug kommt wunderbar rein. Da sieht man, wie die schwimmen, wie das gezogen wird. Ja, wunderbar. Im Gegensatz zu, wenn die Klappe sich in der normalen Position befindet, das interessiert die Oberflächengeschwindigkeit überhaupt nicht. Die Ameisen schwimmen einfach vorbei. Ich habe das schon mit verschiedenen Wasserständen probiert, etwas mehr, etwas weniger. Jetzt ist er recht voll, weil es geregnet hat heute Nacht. Habe auch versucht, weniger zu machen, aber es wird einfach nicht besser. Kann es sein, dass der Abstand zwischen der Klappe und der Wand links und rechts einfach zu groß ist bei diesem Skimmer, dass dieses Skimmer gar nicht funktionieren kann? Da kommen die ganzen Ameisen, die schwimmen da fröhlich vorbei. Auch ein Bodenablauf, wenn ich den Bodenablauf zumache, das ändert sich überhaupt nichts. Das bleibt gleich. Ja. Gibt es eine Lösung?